Wir schauen uns in diesem Video die nächste Food Fantasy SBC an, und zwar geht es um Samuel im TT. Die Karte sieht an sich recht interessant aus, aber lohnt es diese SBC wirklich? Wir schauen jetzt, wie immer, in unserem kurzen SBC-Check rein. Kurz vorab, ich finde das Event bisher ziemlich nice, muss ich sagen. Schreib deine Meinung dazu jetzt gerne mal in die Kommentare. UmTT spielt für Lecce in der Serie A. Viele kennen den Verein wahrscheinlich gar nicht, aber es ist immerhin in der ersten italienischen Liga. Das ist schon mal gut für Linkbarkeit, vor allem noch mit Frankreich als Nation. Mit 1,82 m ist UmTT nicht der größte IV, dazu hat er gute Arbeitsraten mit gering hoch und den Bodytype unique. Er ist nicht der allerschnellste, das Tempo ist aber in Ordnung. Beim Passen ist er mittelmäßig unterwegs, genau wie bei den Dribbling-Stats. Wichtig ist er vor allem die Defense, wo er wirklich gut ist, und die Physis, wo er mit der Stärke von 92 auch echt richtig gut dabei ist. Also die Werte sind echt gut, hier kann man nicht meckern. Beim Chemistry-Style würde ich dann noch mit dem Shadow gehen, so kann man vor allem die Tempowerte einfach noch deutlich verbessern. Die Karte kann sich ja auch noch weiter upgraden. Wie sieht's da aus? Also Lecce ist aktuell in der Serie A nicht ganz so stark unterwegs, aber haben auch nicht mehr so viel mit dem Abstieg zu tun. Aktuell sind sie 15. und zuletzt gar nicht mal so schlecht drauf. Also den einen Sieg sollten sie eigentlich holen. Im TT spielt hier eigentlich auch in der Regel immer. Das heißt, das zweite Upgrade könnt ihr eigentlich auch ganz einfach bekommen. Zweimal ohne Gegentor ist für so einen Verein, denke ich, eher schwierig. Könnte aber auf jeden Fall klappen. Das letzte Upgrade, 6 Spiele ohne Niederlage, wird dann, denke ich, doch eher schwer für Lecce. Aber an sich sind 2 Upgrades schon relativ safe. Und ein weiteres könnte auch noch winken. Kommen wir mal zur Linkbarkeit. Vom Verein gibt es halt leider keine guten Karten. Allerdings gibt es viele Franzosen in FIFA und auch echt ein paar aus der Serie A. Es kam zuletzt ja auch die Loriente-Karte raus, die auch Franzose aus der Serie A ist. Ansonsten noch Ikoné und Rabiot, und generell hat die Nation und die Liga halt echt viel zu bieten. Abgeben musste für die SBC 2 Teams, ein 83er Team und ein 85er Team mit einem Inform, was zusammen ungefähr so 115.000 kostet. Die SBC läuft übrigens noch bis zum 17. März. Schauen wir uns mal andere IVs außer Serie A an. Zum einen gibt es hier Kim als World Cup Version für 55.000, der ist nochmal einen Ticken schneller, bei der Defense allerdings schwächer und die Nation ist halt ganz schwer zu linken. Ein anderer französischer IV wäre Badia Schiel, der einen ähnlichen Preis hat und von den Werten ist er auch echt ziemlich ähnlich. Und die gleiche Nation und die gleiche Liga bringt Kalulu mit, der auch einen ähnlichen Preis hat, aber dafür nochmal schneller ist. Kommen wir mal zur Community-Meinung, die geht diesmal ziemlich auseinander. Auf Footbin stimmen die Leute mit 70% für Machen, was echt schon relativ viel ist. Auf dem Discord sieht es ganz anders aus, hier sagen nur rund 30% zu dieser SBC Machen. Also, sollte man die SBC eher machen oder lassen? Wenn man im TT mit anderen Karten vergleicht, wie zum Beispiel anderen IVs aus der Serie A, ist der gar nicht mal so krass und für eine SBC dann doch vielleicht ein bisschen teuer. An sich ist die Karte aber schon echt gut und der Preis geht für die Nation und die Liga auch noch klar, muss man sagen. Entscheidend sind halt hier die Upgrades. Wir gehen hier auf jeden Fall schon von 2 Upgrades aus, was dann aber auch echt noch ein bisschen dauern kann. Wir geben der SBC ein Machen, da man im TT zum einen noch echt gut linken kann und die Karte auch gute Werte hat, also man kann ihn auch noch ein Weilchen zocken. Und dann kann er sich auch noch irgendwann upgraden, beziehungsweise wird er sich wahrscheinlich auch, und dann ist die Karte halt schon ziemlich nice. Dazu kann man auch einfach noch hoffen, dass sich die Karte upgradet, das ist ja auch ziemlich cool. Das war's soweit, was ist deine Meinung dazu? Schreib uns das gerne mal in die Kommentare, wir sehen uns beim nächsten Video.